Liebe Freundinnen und liebe Freunde, schön, dass ihr euch an diesem Samstagmorgen auf den Weg gemacht habt, um über ein Thema zu diskutieren, was uns natürlich nicht nur in Berlin auf den Nägeln brennt. Und ich bin dem Berliner Landesverband sehr dankbar, dass ihr gesagt habt, wir machen eine grüne Großstädtekonferenz und deswegen auch andere Großstädte, Grüne in anderen Großstädten eingeladen und eingebunden habt, weil die Probleme sind zwar nicht gleich, aber sie sind sehr ähnlich. Sie sind sehr ähnlich und ich hoffe jetzt mal, dass ich dazu überhaupt was beitragen kann, weil ich ja bekanntlich aus der Provinz komme und weiß, dass die Provinz in der Großstadt nicht immer diejenigen sind, auf die man zuallererst schaut. Allerdings ist Großstadt auch immer so ein kleines Versprechen auf Freiheit und Abenteuer, für manche auch eine große Hoffnung. Ich bin ja in der DDR groß geworden und habe so mit 14, 15 angefangen, die D-Mark-Geschenke, die ich bekommen habe, das handelte sich so um 10-Mark-Scheine, zu sparen, um dann im Rentenalter einmal nach New York fliegen zu können. Insofern, ihr könnt euch vorstellen, ich gehöre sicherlich zu denen, die mit Großstadt etwas ganz Besonderes verbinden. Das kam anders und vor allem auch viel früher und das ist natürlich auch richtig so. Man kann vielleicht sagen, dass die Stadt, dass die Großstadt so eine Art Revival erlebt. In den Feuilletons ist die Rede von der Renaissance der Innenstädte. Da ist bestimmt was dran. Familien ziehen es inzwischen vor, ganz zentral zu wohnen, in der Nähe des Arbeitsplatzes, nicht mehr ewig unterwegs zu sein. Aber so ganz eindeutig ist die Entwicklung wiederum auch nicht. Das Magazin Landlust hat mit mehr als 5 Millionen verkauften Exemplaren im ersten Quartal 2013 jedenfalls mehr verkauft als der Spiegel oder der Stern. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das? Bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich ein Widerspruch ist. Ich habe den Eindruck, da wird so ein bisschen Landleben in der Stadt gesucht. Also Heimat, Verlässlichkeit, Grün. Denn die Zeitung wird mitnichten nur auf Dörfern gelesen. Ehrlich gesagt, die haben die Landlust auch vor der Tür. Die brauchen dafür nicht mehr so richtig die Zeitschrift. Und der typische Landlustleser, nein, das darf man gar nicht so sagen, das ist die typische Landlustleserin, ist ganz oft eine gestresste Großstädterin, die auf der Suche ist nach dem etwas anderen, nach dem Land in der Stadt, die auf der Suche ist auch mal nach den urigen Möbeln und den Marmeladenrezepten, die so eine kleine Lichtung will im Dschungel der Großstadt. Aber so ganz einfach ist es natürlich auch nicht mit der Provinz und mit der großen Stadt. Manchmal kann Großstadt ziemlich provinziell sein und das Dorf relativ weitläufig und aufregend. Der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton hat etwas Großartiges gesagt und das will ich euch nicht vorenthalten. Der sagt nämlich, das Leben in der Großstadt kann ganz schön eintönig sein, weil dort hat man nur Umgang mit seinesgleichen. Heute würden wir sagen, das ist Gentrifizierung. Er hat aber im Gegenteil gesagt, abenteuerlich und abwechslungsreich sei hingegen das Leben auf dem Dorf, da man dort den Umgang mit so wildfremden Menschen wie der eigenen Großtante hat. Spießer und Kleingeister gibt es jedenfalls nicht nur in der Provinz. In Berlin soll es welche geben, die sich über angebliche Spießer aus dem Süden der Republik dann so aufregen, dass sie Plakate kleben und folkloristische Teigwaren auf Denkmäler schütten. Der Spießer zieht Grenzen und will sich abschotten. Ich glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Fragen, ob eine Großstadt, ob eine Stadt eigentlich Grenzen aufmachen will und sich abschotten will oder ob ihre Bewohnerinnen und Bewohner es genießen können, dass unterschiedliche Menschen da leben, die unterschiedliche Pläne mit ihrem Leben haben und auch eine unterschiedliche Art, sich zu entfalten. Man kann sich über alles aufregen, immer wieder, gerne vom klappernden Rollkoffer über die Trabi-Safari oder die spanischen Hipster, die einem zu laut sind. Ich würde sagen, zunächst mal darf man sich gerne freuen darüber, dass Berlin eine so internationale, eine so großartige Stadt geworden ist und dass dort, wo das Leben zusammen eben nicht mehr gut funktioniert, es die Aufgabe ist, auch der Politik die Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass das anders geht. Ich bin jedenfalls froh, wenn ich im Kiez einkaufen gehen kann und wenn dann an der Kasse erstens Russisch, zweitens Spanisch und drittens Sächsisch geredet wird.
In all diesen Sprachen, Spanisch kann ich überhaupt nicht, empfinde ich aber natürlich so etwas wie Heimat, wenn ich in dieser Stadt bin. Und es gibt das Anzeichen aus meiner Sicht jedenfalls, dass die Dynamik, die in Berlin und natürlich in den anderen Großstädten herrscht, auch in die andere, in die falsche Richtung gehen kann. Also das Lob der Vielfalt auf der einen Seite, und die Grünen werden es immer singen und werden versuchen dafür zu sorgen, dass sie auch tatsächlich erhalten bleibt, hat auf der anderen Seite eben auch die Kehrseite, dass immer mehr Menschen Abschottung und Ausgrenzung wollen und dass das sichtbar wird. David Herbey hat geschrieben in seinem neuen Buch Rebellische Städte, ich zitiere, die Vorstellung, die Stadt könne als kollektives politisches Gemeinwesen funktionieren, wirkt zumindest nach außen hin immer unwahrscheinlicher. Ich finde das selbstverständlich eine ganze Spur zu pessimistisch, aber es ist in zu vielen Großstädten sichtbar, es ist in zu vielen Großstädten besorgniserregend, als dass man eine solche Analyse oder vielleicht auch einen solchen Aufruf, einen Besorgnisaufruf einfach so weglegen könnte. Denn die vielbeschworene Renaissance der Innenstädte wird sofort wieder zum Traum, wenn die Entwicklung des Wohnungsmarktes dann den Zuzug doch wieder verdrängt. Nichts gegen Aufwertung. Wir haben gerade ein Beispiel gesehen, aber wenn der Preis dafür deutlich höher ist als der Zugewinn und wenn das dann heißt, dass es für bestimmte Menschen und für bestimmte Gruppen gar keine Räume mehr gibt, dann hat es nichts mehr mit Stadtentwicklung zu tun. Das dritte Bad jedenfalls in der schick sanierten Wohnung und der geheizte Garagenplatz haben nichts mehr damit zu tun, dass man tatsächlich Aufwertung hat, sondern da geht es nur noch um Luxussanierung, da geht es auch nur noch um Geldschinden. Das Problem ist unübersehbar. Wohnraum ist mit der Finanzkrise noch mehr zum Spekulationsobjekt geworden. Globale Investoren suchen Sicherheit und Rendite und natürlich auch viele Einzelpersonen, die der Auffassung sind, dass sie mit der Investition in Wohnraum im Moment die einzige Möglichkeit haben, sicher anzulegen. Das Ergebnis sind extrem ansteigende Immobilienpreise, sind Mieterhöhungen und die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Und was dabei zu Recht viele Menschen wütend macht und zu Protesten führt, sind Verteuerungen ohne Investitionsleistung und eben absurde Luxusmodernisierung. Die globale Finanzkrise kommt in den Kiezen an. Die Menschen müssen mit den steigenden Mieten für die Folgen der Finanzkrise bezahlen. Ich sage ganz klar und deutlich, dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Das wollen wir nicht. Denn das ist ungerecht. Das ist ungerecht und das ist vor allem natürlich unsozial. Und es hat nichts damit zu tun, dass das Gemeinwesen Stadt wirklich weiterentwickelt würde. Beim Schuster habe ich neulich einen Flyer gefunden, Mietschulden, bestehende oder drohende Wohnungslosigkeit, wir unterstützen sie, schrieb darin das Projekt Interkulturelle Wohnhilfen. Das Problem wird immer dringlicher und Menschen erwarten da auch politische Unterstützung und sie erwarten sie zu Recht. Natürlich ist nachbarschaftliche Hilfe wichtig und konkrete Lebenshilfe, aber das allein reicht nicht aus, sondern wir brauchen dringend eine Reform des Mietrechts gegen Verteuerung durch Spekulation, die für die allermeisten Menschen unbezahlbar ist. Und das wird nicht nur heute hier, sondern das muss auch im Bundestagswahlkampf ein ganz zentrales Thema sein. Ich sage das übrigens auch deswegen, weil die Bundeskanzlerin ja in diesen Tagen Geschenke macht. Man kann so sagen, das sind geklaute Geschenke, weil sie hat sie nicht bezahlt und sie macht vor allem keinerlei Aussagen darüber, wie sie sie eigentlich bezahlen will. Und nachdem Bündnis 90 Die Grünen in den letzten Wochen sehr viel Gegenwind und Kritik dafür bekommen haben, dass sie durch Einsparungen, durch Subventionsabbau und auch durch Umverteilung, was die Steuern angeht, dafür sorgen, dass ihre Versprechen auch bezahlbar sind, macht Merkel etwas anderes. Die holt die Mietpreisbremse aus der Tasche. Mir wird es schon spanisch, wenn ich an die Strompreisbremse denke, die auch nicht jedenfalls das Ziel hatte, was damit wirklich erreicht werden müsste. Und holt die Mietpreisbremse aus der Tasche und hat überhaupt keine Vorstellung davon, wie eine Finanzierung funktionieren kann. Demzufolge ist es auch logisch, dass der Bundesfinanzminister sofort und als erstes und ganz klar sagt, mit mir nicht, das können wir nicht finanzieren. Also, wer tatsächlich eine neue Mietenpolitik will und wer tatsächlich
eine Reform will, was die Mietpreise angeht, wer tatsächlich Mietpreisbegrenzung will, dem kann man ganz klar sagen, der muss Bündnis 90 die Grünen wählen und ganz bestimmt nicht die CDU. Und wie groß das... Wie groß das Problem ist, will ich nur an einigen Zahlen hier deutlich machen. Wer innerhalb von Konstanz umziehen will, kann sich für die neue Wohnung auf eine durchschnittlich 44% höhere Miete gefasst machen. In Frankfurt am Main liegt der Unterschied zwischen Bestandsmiete und Neuvermietung bei 30% und in Berlin im Durchschnitt bei 13%. Wie das in den einzelnen Kiezen aussieht, muss man sich dann noch mal sehr genau angucken. Ich glaube, man kommt in einzelnen Stadtteilen in eine ganz ähnliche Richtung wie in Konstanz oder Frankfurt. Wenn man sich vorstellt, was das für Menschen bedeutet, und die hier sind, haben das wahrscheinlich schon oft diskutiert. Nicht nur, dass Menschen ihre liebgewonnene Umgebung verlassen müssen, dem Ort, an dem ihre Freunde leben, wo sie endlich die richtige Kita gefunden haben, wo sie den Späti kennen und vor allem eben auch eine soziale Infrastruktur haben. Das bedeutet für viele Entwurzelung. Das bedeutet Entwurzelung für junge Familien, die sich entschieden haben, in einem bestimmten Stadtteil, in einer bestimmten Umgebung zu leben. Und es bedeutet natürlich für viele Alte, dass sie das verlassen müssen, was sie sich selbst zur Heimat gemacht haben. Ich finde, das ist eines der größten Probleme, mit dem wir uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen. Das können wir nicht den Kommunen und den Ländern überlassen. Da wird der Bund mit in die Verantwortung gehen müssen und vor allem auch gesetzlich in die Verantwortung gehen müssen. Ich will, dass wir dafür sorgen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass Menschen an ihren Orten bleiben können und dass wir damit automatisch zu einer Durchmischung kommen, die wir so dringend brauchen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn man sich anschaut, wir haben ja hier Menschen aus vielen Städten und haben ja auch innerhalb unserer Partei immer wieder Diskussionen darüber, wie teuer das eine oder andere in der einen oder anderen Stadt ist, dann muss man vielleicht sagen, in Friedrichshain-Kreuzberg geben die Menschen 33% ihres Einkommens für Wohnraum aus. Das ist genau 1% weniger als in München. Also insofern, wir haben es mit einem sehr ähnlichen Problem zu tun. Gerade letzte Woche hat der Deutsche Mieterbund vor einem eklatanten Mangel an Wohnraum in Groß- und Universitätsstädten gewarnt. Jetzt wissen wir sind viel weniger, aber wenn man sich anschaut, auch nach dem Zensus, nach der Volkszählung, wo tatsächlich Wohnraum fehlt, dann bleibt diese Aussage absolut richtig. In den Großstädten fehlt bezahlbarer Wohnraum aller Orten. Und bezahlbarer Wohnraum darf eben keine Spekulationsmasse sein. Das ist zuallererst zu Hause und nicht irgendetwas anderes. Es ist gut, dass für die Mischung gekämpft wird und dass die Verdrängung und Gentrifizierung gestoppt werden soll. Und natürlich geht es nicht darum zu sagen, jeder Protest ist gleich gut, wenn im antikapitalistischen Eifer Gewalt gegen Sachen oder gegen Menschen ausgeübt wird, ist es natürlich inakzeptabel. Aber dass Menschen zu solchen Mitteln greifen, zeigt natürlich auch, wie groß die Not ist und wie groß auch die Aufruhr ist gegen das, was im Moment in unseren Städten passiert. Zum Glück gibt es Menschen, die eine andere Politik machen. Bündnis 90, die Grünen gehören dazu. Aber zum Glück gibt es eben auch viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich ihre Stadt auf demokratische Weise wieder neu aneignen, die sich ihre Stadt sozusagen selber und lebenswert machen. In der Berliner Erklärung, von der Bettina schon gesprochen hat, für bezahltes Wohnen und lebenswertes Leben in Städten, sprechen wir es an. Es gibt Bauprojekte mit Migrantinnen und Migranten, Wohngemeinschaften für Jung und Alt, Jugendwohnprojekte und vieles mehr. Der soziale Mix ist auch ein Mix, der den demografischen Wandel widerspiegelt und auch widerspiegeln soll und muss. Übrigens, dann bin ich noch einmal bei der Provinz, ein letztes Mal. Jeder dritte Landbewohner und jede dritte Landbewohnerin ist der Meinung, dass im Alter das Wohnen in der Stadt besser für sie oder für ihn ist. Geradezu symbolisch für die Aneignung des städtischen Raumes sind natürlich die Bepflanzung der leeren Flächen, der Brachflächen mit dem sogenannten Guerilla Gardening. Fritz hat das in Stuttgart erkannt und sagt selber, unter anderem habe er damit den OB-Wahlkampf gewonnen. Ich glaube übrigens, das ist die andere Seite der Kehrwoche.
die Stadt in Ordnung bringen, das gehört definitiv dazu. Es gibt ja viele Beispiele mehr, von der privaten Kita-Initiative, von dem Bäcker, der für die Reparatur der Drehscheibe auf dem Spielplatz um die Ecke sucht, oder die Anwohner, die Bänke für ältere Anwohner in ihrer Umgebung aufstellen. Die Aneignung der Städte von unten nimmt zu, wird immer stärker. Das ist gut so. Sie ist eine wichtige Gegenbewegung zu leider immer mehr verantwortungslosen Investoren. Diese vielen und vielfältigen Initiativen der Akteure wollen wir bündeln, denn echte Veränderung geht nicht von oben herab. Aber sie geht eben auch nicht nur von unten, und deswegen darf sich Politik auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir alle werden heute hier engagiert darüber diskutieren, was getan werden kann. Wir werden einen Prozess einleiten, den es so noch nicht gegeben hat. Wir werden einen Prozess einleiten, der Bürgerinnen und Bürger und ihre Städte, ihre Stadtregierungen wieder zusammenbringt und der deutlich macht, es geht um mehr dabei. Es geht nicht um eine kommunale Frage, sondern es geht um eine Frage, die alle angeht. Wie Mieterhöhungen begrenzt werden können, wie Klimaschutz übrigens sozial verträglich sein kann, wie Wohnungswirtschaft wieder gemeinwohlorientierter werden kann, wie wir Vielfalt schaffen und auch wie wir Europa zu einem Europa der grünen Städte machen und das in Istanbul gerade in diesen Tagen, in denen wir hier unsere Großstädtekonferenz durchführen, protestiert wird, ist ein wichtiges Zeichen dafür und zeigt uns natürlich auch, darüber sprechen alle und es ist gut so. Und wenn es um ganz konkrete Fragen geht, wie etwa der Energiewende im Gebäudebereich, wie Mieter und Vermieter, Mieterinnen gleichermaßen profitieren und gleichermaßen ihren Beitrag leisten, dann ist das gerade für Grüne ein wichtiges Thema. Natürlich bin ich nicht grundsätzlich dagegen, dass auch Kosten der energetischen Sanierung auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können. Aber dafür gibt es zwei Bedingungen. Die erste Bedingung ist, das muss sozial verträglich passieren. Und wenn wir dafür sorgen können, dass wir mit einem Fonds, den wir bundesweit auflegen wollen, gerade in den Regionen, wo viele Leute mit geringem Einkommen leben, eben keine Umlage auf Mieterinnen und Mieter passieren lassen müssen, dann ist das ein wichtiger Punkt für soziale Ausgewogenheit. Und das andere, weder ein Innenkamin noch ein Whirlpool sind unverzichtbare Bestandteile energetischer Sanierung, sondern das ist Luxusmodernisierung, die im Windschatten des Klimaschutzes gemacht wird. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, hier sehr deutlich zu machen, was geht und was eben überhaupt nicht geht. Die Stadt, besonders die Großstadt, war immer schon Verdichtung und stetig im Wandel begriffen. Herausforderung, auch ein Labor für Experimente. Experimente macht man bekanntlich mit unbekanntem Ausgang. Die Stadt schläft nie, die ist nie fertig. Die Frage ist eigentlich, schauen wir zu, was passiert, oder mischen wir uns ein? Unsere Aufgabe wird es sein, die Metropole der Zukunft so zu gestalten, dass sie eben wirklich eine Stadt für alle ist, eine Metropole des Miteinanderlebens und nicht des Nebeneinanderherlebens. Denn die Stadt ist nicht zuletzt Heimat und sie ist Heimat für ziemlich viele, sie ist ein Zuhause. Deswegen geht es auch darum, dass wir Kommunen stärken. Deswegen sagen wir im Bundestagswahlprogramm, 100 Milliarden Investitionsstau in den Kommunen sind uns nicht egal, sondern wir wollen eine Finanzierung dafür bereitstellen, dass dieser Investitionsstau aufgelöst wird. Wenn 100 Milliarden in den Kommunen fehlen, dann hat das verdammt viel mit dem Alltag der Leute in den Kommunen, in den Städten in besonderer Weise zu tun. Und deswegen ist auch das keine Aufgabe, die bei den Kommunen hängen bleiben kann, sondern hier fühlen wir Grüne uns jedenfalls auch im Bund verantwortlich. Ich bin froh, dass ihr hier viele zusammengebracht habt aus vielen Städten, die Initiativen und die politisch Engagierten und Verantwortlichen. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und wünsche dem ersten Großstädtekongress großartige Erfolge. Vielen Dank.